Ja, heute sind wir im Aussteigerkanal. Heute ist ein stürmischer Tag. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt wegen dem Wind und dem Mikro. Ja, heute wollte ich eigentlich mal dran gehen, Hühnerstalltüren zu bauen, weil ich habe hier nur eine Palette. Also ganz provisorisch. Und ja, da wollte ich mal rangehen, eine gescheite Tür zu bauen, weil das ist ziemlich nervig mit dieser Palette, weil wenn ich die aufmache, Tür um und dann kann ich nicht zu den Eiern, ohne dass die Hühner rausgehen, und das ist alles sehr unprofessionell. Drum werden wir uns bemühen, eine Tür zu bauen. Geh mal weg, Fidel hier, Mann. Und Material haben wir schon besorgt. Da habe ich schon ein paar so Kanthölzer gekauft. Mann, in ein paar Tagen soll es richtig einen Sturm geben hier. Schon Schiss. Hier habe ich so ein paar Hölzer gekauft. Und dann werden wir versuchen, ein Türchen zusammen zu schustern. Und dann habe ich gedacht, nagel ich den Rest von diesem Zaun da drauf auf irgendeine der Seiten und dann ist gut. Na, schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich habe jetzt einen Freund da gehabt aus Holland. Der hat mir, den habe ich zusammen, er hat mir das gezeigt, wie man so eine Tür baut. Das war jetzt wirklich sehr interessant. Wir haben also jetzt hier die Dinger da rausgeschnitten, sodass man die dann wie Puzzleteile aufeinander legen kann. Und es ist an jeder Ecke. Und dann noch geklebt, wo wir es geschraubt haben. Das ist jetzt wirklich eine riesen Trümmertür geworden. Oh. Ups. Habe ich noch so Winkel hier rangeschraubt, dann meint er, braucht es nicht. Aber die hatte ich schon gekauft, weil ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt in meinem Frauenkopf. Aber ja, es ist jetzt echt eine schöne Tür geworden. Und jetzt als nächster Schritt kaufe ich Hühnerdrahtzaun und den mache ich auf die andere Seite drauf mit dünnen Hölzern und schraube die zur, ja, wo halt der Hühnerdraht aufhört, schraube ich dann die dünnen Leisten dran und dann habe ich eine Hühnerstalltür. Und dann fehlen nur noch die Scharniere. Und das habe ich auch alleine im Hundezwinger geschafft mit den Scharnieren. Und ja, das werde ich mit dir auch schaffen. Ne? So halt wird es gemacht wie hier, dass man hier dann, dass immer hier die Leisten ranschraubt. Hat mir Gott sei Dank ein Kumpel einen Akkuschrauber geliehen. Und da schaffe ich das. Das ist wieder was ich schaffe. Das ist schön. Okay. Ja, jetzt habe ich den Zaun besorgt und jetzt versuche ich hier den Zaun auf die Tür zu machen, auf meine tolle Tür. Das ist immer ein Gefiddel, ehrlich. So ein Geduldschmensch bin ich nicht gerade. Naja, jedenfalls machen wir die jetzt drauf. Jetzt habe ich gesehen, dass der auch breiter ist. Der ist jetzt 1 Meter. Jetzt muss ich da ein paar Zentimeter abschneiden. Meine Tür ist ja nur irgendwie 95. Jetzt muss ich ihn längs und waagerecht abschneiden. Und das mache ich jetzt. So, fast fertig. Muss ich noch die schmalen Seiten machen. Ja, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so schwer wie den Rahmen bauen. Das war easy. Diese Dinger da drauf im Akkuschrauber, ratzfatz, das geht leicht. Also Tür jetzt fertig, fast fertig. Fehlen noch die Scharniere und so weiter. Und jetzt pinsel ich die noch mit Leinöl an. Und dann irgendwann mal das Regnen aufgehört hat, weil heute regnet. Ja. Dann werde ich dir in meinen Hühnerstall schrauben. Also die Tür ist dran. Es war vielleicht ein Theater, weil die Pfosten waren, der rechte war gebogen. Also es war nicht überall die gleiche Breite, weil das waren ja auch komische Pfosten. Und deswegen ist es ein bisschen komisch geworden. Sie ist aber dran und sie tut ihren Zweck. Und da bin ich jetzt auch froh. Also tschüss.